Werte Lords, werte Ladies, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mountain Blade Warband auf der PS4. Ach ja, was war das doch letzte Folge für eine komische Schlacht. Erst haben wir es ja alleine erobert, dann kam die helische Armee zur Hilfe und dann haben wir es dann doch noch geschafft, das wieder zu erobern. Und Fürst Vlan hat jetzt endlich sein rechtmäßiges Eigentum. Ist doch schön. Hoffe ich zumindest. Hoffen wir mal, dass es auch so bleibt. Ne? Schaden 25. Ne? Mhm. 46. Ich bin gerade nochmal gucken. Ich will vielleicht mal wieder einen Bogen mitnehmen. Aber wir hatten doch einen Bogen, wenn ich mich recht entsinne. Na, Rüstungshändler. Da nochmal kurz reingucken. Plus 10, plus 13. Okay. 56, 20. Achso. Irgendwas Interessanteres hier, 55, 58. Okay, gut. Dann müssen wir nochmal kurz zur Burg. Weil ich würde gerne den Bogen mal wieder mitnehmen. Ja, wir haben einen Bogen. Wie viel Schaden macht der? 23. Okay, der ist schlechter. Warte mal, dann nehmen wir den mal mit, verscherbeln den auf dem Marktplatz und holen uns einen neuen. Holen uns hier, warte mal, der hat 25, aber der ist nur meisterhaft. Und der hier, Kriegsbogen, der hat 25 Schaden. Er hat eine Geschwindigkeitsbewertung von 84 und der hat 95. Okay, der ist vielleicht nicht so schnell, aber dafür ein Tick stärker. Okay, dann nehmen wir den einfach mal mit und verkaufen den hier dafür. Ja, jetzt weiß ich nur nicht so genau, warte, wir haben Kergit-Pfeile. So. Die Axt. Ja, wir nehmen mal die Axt einfach mit, dann kann ich mich immer wieder mal entscheiden, ob wir das jetzt so mitnehmen oder nicht, oder hier, oder hin, oder her. Das kriege ich mal schon. So, aber auf jeden Fall will ich mal wieder einen Bogen mitnehmen. Ich hätte mal wieder Bock drauf. So, und jetzt bleibt die Frage. Wo ist unser Marschall? Und wer eiert hier unten rum? Fürst Vlan, guten Tag. Okay. Ich möchte euch etwas fragen. Wo ist unser Marschall? Wo ist unser Marschall? Fürst Remusk. In der Nähe von Ibdelis. Auf dem Weg nach Burg Ibdelis. Momentan wohl in der Nähe von Ibdelis. Okay. Das war, glaube ich, oben rechts irgendwo. Bin ich mir aber nicht mal ganz sicher. Ibdelis. Das war, glaube ich, hier irgendwo. Nur mal kurz abgucken. So viele Burgen mittlerweile und wir wissen nicht mehr genau, wo die sind. Burg Ibdelis. Wenn es nicht hier war, dann muss es ja irgendwo hier gewesen sein. Ach, da ohne. Oh, da ohne? Echt? Ja, nicht so schön. So, Burg Tilbaut. Dann haben wir hier noch Burg Radugir. Hä? Was? Warte mal. Kudan gehörte uns schon länger, oder? Ja. Ich war gerade ganz kurz geschockt, dass wir Kudan erobert hatten. Ja, das gehörte, glaube ich, uns schon länger. Ja. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So, er ist auf dem Weg zu seiner Burg, das ist gut. Wer kommt da nach Hause? Fürst Turigor. Oh, Fürst Turigor, mit euch wollte ich mal kurz quatschen. Fürst Turigor, wartet hier. So, wie geht's euch? Ja, okay. Minus 37, ja, okay, gut. Missgünstig. Ja. Irgendwann pushen wir das Ganze mal wieder. Irgendwann. Ich bin auch die ganze Zeit am Überlegen, ob ich meinen Hauptsitz irgendwann mal verschiebe nach Derim. Aber das ist so riskant. Ja gut, ich meine, wer kann sich uns schon in den Weg stellen? Einige, aber... Ja, weil da müsste ich nicht immer so weit nach unten reisen. Das wäre... Allerdings müsste die Stadt ja auch erst wieder vorbereitet werden. Man braucht ja erst wieder den ganzen Kram. Einen ganzen anderen Käse. Das überlegen wir uns noch. Das überlege ich mir in aller Ruhe. So, wir gehen jetzt erstmal nach oben, gucken mal, wie wir jetzt weiter. Ach, Mann, erschreckt mich halt. Ich bin auch schon zwirn. So. Wie sieht's aus? Schlecht, verfault. Dachte ich mir. Verfault, ist gut. Ich find's merkwürdig, dass wir für verfaultes Fleisch immer noch 5 Dinare bekommen. Aber hey, ich will mich da nicht besonders drüber aufregen. Oh, schweres Bastardschwert veredelt. 41, 31.
Ah, okay, gut. Gut, okay. Hätte ja sein können. Ritterliche Kampfschild dick. Hm, 23. Botkin-Pfeile plus 3. 32 Pfeile. 30 Pfeile. Ah. Also es sind auf jeden Fall mehr. Gut, dann nehmen wir die mal mit. Weil die machen auch plus 3. Die machen auch plus 3. Und da sind mehr Pfeile drin. 2 Pfeile mehr. Das ist gar nicht mal so unverkehrt. Ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht könnte ich Dester da doch mal mitnehmen und mal jemanden geben. Ich war gerade so am Überlegen, weil irgendwem können wir das doch bestimmt geben, der es nötig hat. Die Irmia zum Beispiel, die benutzt ja auch. Vielleicht Bunduk. Vielleicht jemand anderen, weil die Katrin, die verwendet doch, was verwendet die? Die Katrin hat ein Breitschwert. Okay, das ist aber einhändig. Und eine Heftklinge. Die ist aber auch nicht so gut. Warte mal. Vielleicht kriegt sie ja mal das gute Schwert, wenn sie es führen kann. Ja, sie kann es führen. Okay, dann tun wir das mal weg. So, dann kriegt sie mal ein bisschen... Na, ihr wisst doch, mal ein bisschen besseres Schwert. Sie repräsentiert uns ja schließlich auch. Die gute Alte. Sie ist ja wirklich eine ältere Dame. Reise nach Derim. Okay. Warte mal. Warte, einen Moment, wenn wir gerade mal hier sind. Wenn wir gerade mal hier sind, dann versterbeln wir gleich das da. So. Okay. Hier gibt es ja eigentlich nichts, was wir tun können. Ne? Wir können hier nur eine Botenstation und Kerkerturm errichten. Das ist aber... Klar. Das brauchen wir hier eigentlich relativ wenig. Vielleicht sollten wir irgendwo mal wieder eine Schule errichten oder so. Aber ich weiß gerade nicht, welches Dorf mir gehört und welches nicht. Das ist halt das Problem. Gehört das uns? Nein. Irgendein Dorf hier außen herum gehörte, glaube ich, uns. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht gehört ja das uns. Nein, auch nicht. Ist ja egal, ist ja egal. Wir müssen erstmal weiter Richtung Norden marschieren. Und die Frage lautet jetzt, wohin als nächstes? Ich meine, wir haben noch diese Kackburg auf dem Hügel. Die ist ja auch noch da. Die würde ich eigentlich gerne erobern. Ich meine, ich vertraue meinen Soldaten, aber das ist immer so eine Sache. Gerade solche Burgen sind immer so für den Arsch. Guck einfach mal, vielleicht gibt es ja auch einen Verbündeten, der sich uns anschließt. Oder? Das ist kein Verbündeter. Was, hat er eine 17er Armee? Der hat wirklich nur eine 18er Armee. Ach, und er verpisst sich in die Burg rein. Toll. Schlesk wurde überfallen, das ist nicht schön. Ich bräuchte einen Freiwilligen, einen einzigen. Also im Prinzip würde einer ja reichen. Deswegen, ich will nicht zu nah an Kurvar, weil ich weiß, dass irgendwo noch der Dings... Friedensabkommen von Vaigir. Puh, das ist jetzt eine Frage. Eigentlich wäre es mal wieder sinnvoll. Wisst ihr was? Ja, dann erhalte ich auch mal wieder das Herrschaftsrecht und so. So, gut, lassen wir sie mal in Frieden. Dann können wir nämlich hier uns darauf konzentrieren, das alles mal in Frieden zu lassen. Aber wir haben den ordentlich eingeheizt. Also, holla die Waldfee. Jetzt bleibt die Frage, wer ist der Nächste? Das ist wirklich eine Frage. So, wir lassen den Leuten jetzt erstmal ihre Ruhe. Wir kümmern uns jetzt darum, dass wir mal ein Rodok-Dorf mal verbessern können, was die Questreihe angeht. Vielleicht Serindar. Das wäre doch mal ganz angenehm. Wenn wir das hinkriegen würden, wäre es gut. Jetzt steigt die Beziehung wieder zu allen. Das ist sehr gut. Wir gehen erstmal zum Dorfzentrum. Oh, schick. Mit der kleinen Brücke. Cool. Hallo. So, wir machen uns heute mal daran, hier das Rodok-Dorf ein bisschen zu pushen, damit wir da mal ein paar mehr Rodoks rauskriegen. Vielleicht auch mal ein paar vorgefertigte gute Soldaten, je nachdem. Wo ist hier der Daumenmesser? Ist immer gut zu sehen, weil es sind immer die einzigsten, die Dings haben. So. Irgendwelche Aufgaben. Mit etwas Vieh. Ja, wie viele Tiere?
5. Gut, ich werde euch Vieh bringen. Ich hasse es, immer diese blöde Vieh-Quest. Aber das kriegen wir hin. So, wo haben wir denn hier? Da! Pagundur! Verkaufet mir Vieh! Für euer Nachbardorf! Das ist natürlich jetzt wieder mitten in der Nacht. Ah, da vorne, wo es Feuer brennt. Ich sehe es doch schon. Ich sehe es doch. Guten Abend, mein Herr. Ich komme spät in der Nacht, der König von Hel höchstpersönlich, um Vieh zu kaufen. Ja, so schaut's aus. Ich möchte etwas Vieh kaufen. 5. Danke. Gut, perfekt. Ja, so langsam kriege ich den Bogen raus, was das mit dem Viehtreiben angeht. Aber das ist immer trotzdem noch immer so eine nervige Angelegenheit. Aber so ganz nebenbei. Oder? Wo ist das Dorf? Da. Mal so ganz nebenbei gesagt. Ist schon interessant, wie sich das Ganze, wie unser Werdegang sich so, ja, so getan hat. Ich treibe jetzt mal das Vieh darüber. Und ich meine, wir hatten damals angefangen als 0815 Quest-Fuzzi. Und hatten. Nein! Scheiße. Oh oh. Ach, Gott sei Dank. Und wir hatten so als 0815. Mann! 0815 Quest-Fuzzi angefangen. Mit nichts. Und waren ständig an der Armutsgrenze. Und ja. Dann haben wir uns ja Königreich Swardien angeschlossen. Das war ja damals was. Wir hatten uns ja den Swarden angeschlossen. Dann waren wir eine ganze Zeit lang bei den Swarden unterwegs. Haben Erfahrungen gesammelt, was das Kämpfen angeht, das Kriegsführen und so weiter. Und dann kam ja der große Schritt. Dann kam ja der große Schritt, wo wir gesagt haben, oder wo ich gesagt habe, okay, jetzt wird's Zeit, wir gründen jetzt unser eigenes Königreich. Und wenn ihr dann noch mal so drüber nachdenkt, wie das dann damals war, so angefangen bei Burg Veja unten. Eigentlich wollten wir erst die Rodox. Was aber total nach hinten losging, wenn ich mich dran erinnere. Das war ja total scheiße, weil die Rodox viel zu stark waren für uns. Damals. Und dann ging es ja los gegen die Sarandinen. Und die waren die perfekten Einsteigergegner. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war auch ein langer Kampf, es hat sich gezogen, aber es hat sich gelohnt. Und das war das Schöne. Hallo Dorfältester. So. Habt ihr irgendeine Aufgabe? Ich kann euch beibringen, euch zu verteidigen, das ist gut. So. Wir bilden die Bauern aus. Bildet sie aus, 9 Stunden. Ich muss auch gucken, dass unser Trupp dann auch noch was zu essen hat. So. Das ist aber, was, festmalen in großen Halle von Veluca. Ja, nee, jetzt gerade nicht. Beginnt den Übungskampf. So ist gut. Komm her! Aua! Klock! Aua! Ja! Na, den seitlichen hast du nicht kommen sehen. Da müssen wir nochmal ran. Da müssen wir wirklich nochmal ran an die ganze Sache. Okay, wir bilden die Bauern natürlich weiter aus. Ausbildungsfertigkeit ist 5. Müssen wir auch mal wieder ein bisschen pushen. Ansonsten läuft es ja eigentlich soweit, was unser Level angeht. Ich frage mich. Wie... Naja, ich war nur gerade so blöd in Gedanken versessen. Na, komm her. Weil ich überlegt habe, wie wir dann weitermachen, wenn ja jetzt die Friedenszeit soweit ist, vorbei ist, sag ich mal. Ich würde glaube ich sagen, dass wir mal wieder ein bisschen die Swarden ärgern. Was natürlich schwierig ist. Weil wir ja so viele swadische Soldaten in unserem Trupp haben. Was unschön ist. Na. Ah, der hat gesessen. Gut gemacht. Ja, es wird schon besser. Es wird schon besser. So nach und nach wird es besser. Ich würde nämlich wirklich gerne
Ich würde nämlich wirklich gerne vielleicht noch eine zweite Armee, vielleicht nutze ich die Zeit jetzt, eine zweite Armee ausbilden, wo keine Swarden-Soldaten drin sind, sondern irgendwas anderes. Entweder Rodox oder irgendwas anderes. Vielleicht Nordmänner. Es wird zwar schwierig, aber das wäre so, das wäre mal eine Idee. Einfach so eine Zweitarmee machen. Ah, okay. Macht euch bereit für den Kampf, das ist gut. Ja. Sag ich eh voll der Witz, aber lass mal. Warum zum Geier wir uns hier mit sowas beschäftigen müssen? Aber nein. Sowas gehört dazu. Also, auf geht's. Ah, wie viele von euch sind es denn? Eins, noch einer, noch einer, noch einer, komm, noch einer, jawohl, noch einer, komm, du auch noch, aber auch noch, hey, so, der ist weg, du vielleicht noch, sehr gut, du vielleicht auch noch, sehr gut, du noch, ja, du und du und du, komm. So. Das war's. So, haben wir die Bauernarmee besiegt. Keine Verluste. Sehr schön. Drei wurden verwundet. Ist egal. Hier, ihr braucht es dringende. Das ist sehr gut. So, wir gehen nochmal zum Dorfzentrum und fragen nochmal nach, ob es gibt. So, die sind schon mal bei plus 18. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ruhe! Ruhe! Dreckshöhle! Schnauze! Immer diese Ruhestörer nachts. So. Der Dorffuzzi, der war ja hier, genau. Der hat auch einen Scheißjob. Der steht den ganzen Tag nur rum. Der steht nur rum und wartet darauf, dass so ein Typi kommt wie ich. Wie viel Getreide benötigt ihr? So, sie brauchen Getreide. So. Okay, ich arbeite noch daran. Ich suche gerade mal. Okay, warte mal, wir ziehen mal weiter. Ich denke mal, die Nachbarn dürften ja. Ah, kooperativ sind. Ach, 23 schon. Das ist sehr gut. Wie viel Getreide wollten die jetzt eigentlich? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall müssen wir irgendwoher Getreide kaufen. Wir kaufen mal bei Pagundur Getreide, wenn sie welches haben. Wenn sie welches haben, kaufen wir dort. Vorräte. Die haben nur ein Getreide. Eins ist besser als keins. Okay, dann ab nach Veluca. In Veluca muss es Getreide geben. So, Veluca. Hier ist ja auch gerade noch das Festmahl, ne? Da könnten wir vielleicht auch nochmal ganz kurz vorbeischauen. Wir kaufen allerdings erstmal sowieso Würste, Oliven, Trauben, Brot, Früchte, Getreide. So, Getreide dürften wir jetzt genug haben. Kehren zurück. So, wir gehen zur Burg, schließen uns dem Festmahl an, sagen mal allen nochmal schnell Hallo. Guten Tag, Fürst Meltor. Jawohl, verbessert. Burg Dramuk. Ja, das war was. Ah, das alte Zeiten. Fürst Despin. Okay, bei dem geht nichts hoch. Fürst Firentes, bei dem ist sowieso oben. Dame. Fürst Herringos, wie geht's euch? Lang nicht mehr gesehen. Oh, gleich zweimal verbessert. Sehr gut. Fürst Klagos, auch wieder mal verbessert. Sehr schön. Schön, dass ihr noch dabei seid, ne? Fürst Gutlands. Okay. Minus 43. Oha. Ja, mit dem müssen wir unbedingt mal wieder ein bisschen schnacken. Fürst Despin. Plus 33 ist gut. Wenn haben wir hier Graf Meltor. Guten Tag. 33 auch. Deklan. Minus 32. Ja, okay. Also Deklan und Gutlands. Muss ich mir mal so ein bisschen merken im Hintergrund. Okay, gut. Den geht's aber soweit ganz gut. Machen wir das Turnier noch oder machen wir es nicht? Das ist immer so eine Frage. Würde ja eigentlich ganz schnell gehen. Ach, ich weiß nicht. Nee, wir machen es jetzt nicht. Wir haben jetzt noch das Getreide dabei. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt. So.
Wie viel brauchen die denn eigentlich? Bringt Weizen nach denen da 6 Bündel Weizen. Haben wir überhaupt genug? Inventar. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Toll. Genau eins fehlt. Okay, dann gehen wir eben nochmal kurz nach Shaedza. Die haben doch bestimmt... Oh, die haben kein... Das gibt's doch nicht. Ist hier Getreidearmut oder was? Oh. Wo sollen wir denn jetzt Weizen herkriegen? Da, hier ist nächster. Fettner. Fettner. Kommt schon, ihr seid meine Hoffnung. Die haben Kohl und Brot, aber kein Weizen. Ich dachte, das ist das, was die Bauern eigentlich hauptsächlich anbauen hier. Gibt's doch gar nicht. Die haben Trauben. Oh Gott. Da hilft nichts, da hilft nichts, da hilft nichts. Dann gehen wir nach Jarlen. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Die Stadt gehört ja sogar uns, aber wir waren Ewigkeiten nicht mehr hier. So, bitte. Ah, die haben Käse. Ah, die haben auch kein Getreide. Ich glaube, es hackt. Aber ich nehme mal hier so den ganzen... So, das da nehme ich mal mit, so damit die Vielfalt ein bisschen groß ist. Wieso haben die denn alle kein Getreide? Was ist denn hier los? Getreidearmut oder was? Wahnsinn. 433 hat der. 493, okay. Zweihänder, Kriegsbogen 30. Brauche ich Bogen zu Kraft 8. Langaxt schwer. 23er Schaden. Schwere Lanze. Okay, da ist nichts. Hier vielleicht irgendwas? Nee. Nee, nee, nee. Okay, gut. Wo sollen wir denn jetzt Getreide herkriegen? Wenn die ganzen Dörfer, wo ich denke, dass Getreide haben, kein Getreide haben, dann haben wir echt ein Problem. Gehen wir nach Uxal. Uxal müsste eigentlich Getreide haben. Die haben doch immer Getreide. Oder? Soweit ich weiß, hatten die eigentlich immer Getreide. Oder hatten die was anderes? Nee, 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 die hatten Getreide. Wir können 141 Soldaten mitnehmen auf einmal. Seit wann das denn? Okay, ein swadischer Fußsoldat. Sehr, sehr gut. Da unten sind auch die. Die können auch noch ausgebildet werden. So. Okay. Gut, dann gucken wir halt mal in Uxal. Da müssten sie doch aber auf jeden Fall Getreide haben. Also wenn sie da kein Getreide haben, dann falle ich vom Glauben ab. Haha. Also, ich wusste es doch, dass sie Getreide haben. Oh, wir sind voll. Wir sind full, wir können nichts mehr mitnehmen. Ja gut, wir haben jetzt so viel verschiedenes Zeug dabei. Vielleicht tue ich mal so ein angefressenes Brot weg und kaufe dafür stattdessen einfach nochmal Käse. So, das nenne ich doch mal jetzt Nahrungsvielfalt. Also, meine Männer können sich jetzt gerade mal nicht beschweren, was das angeht. So, zurück nach Serindar. So, jetzt sag mir bitte... Das dürfte doch auf jeden Fall mal reichen. Gibt es eigentlich eine Abkürzung? Nö. Ich habe eigentlich gedacht, vielleicht gibt es irgendwo eine Abkürzung, wenn wir da rüberkommen. Aber leider nicht. Na gut, ich sehe auch hier keine... Doch da liegt doch Stroh. Also werden sie auch Weizen anbauen. So. Hier. Habt ihr noch eine Aufgabe? Okay, das war's jetzt erstmal hier wieder. Gut, das heißt, wir haben jetzt die Questreihe hier erfolgreich abgeschlossen. Das ist sehr gut. Wir können auch gleich wieder 6 Rodok-Stammskrieger mitnehmen. Wenn wir gerade schon mal da sind, ne? Dann nehmen wir die gleich mit. Und sind jetzt voll. Unser Trupp ist komplett voll. Das ist sehr, sehr schön. Gut, perfekt. Wie gesagt, ich würde gerne die Armee vielleicht noch ein bisschen ausbilden, die Rodoks behalten, aber stattdessen die Swaden beiseite. Du Alter, Fürst Herringos, 207, übertreib. Übertreib halt einfach. Wie viele Ritter hatten der dabei? Nur 15. Aber halt eine gute Mischung aus allen möglichen. Da, was der da alles dabei hat. Der hat so seine Hauptarmee und dann Karawanenmeister, Kergitreiter, Sklavenpeiniger und weiß der Herr nicht noch alles. Ein bisschen übertrieben, der Kerl. Nun gut.
Wir gehen jetzt mal nach. Wir gehen jetzt mal nach Charis. Und dort bunkern wir mal unsere Soldaten. Ich weiß zwar noch nicht so genau, warte mal, Waffenknechte. Oder welche Stadt gehörten uns noch? Uns gehört doch bestimmt noch irgendeine Stadt oben. Ich bin mir zwar jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, uns gehörte noch irgendeine Stadt. Aber ist eigentlich auch egal, wir können ja auch hier... Hier sind zwar noch 100 Ritter drin. Warte mal, welche Stadt gehörte uns denn noch? Gehört uns Halmani? Irgendeine Stadt gehört uns. Die Riem gehört uns auch nicht. Doch, die Riem gehört uns. Ja, dann bunkern wir es doch hier, ist doch klar. Dann bunkern wir hier einfach mal die ganzen swadischen Krieger. Und bereiten uns schon mal so im Gedanken darauf vor, was zu machen. Warte mal, so, hier, verwalte die Garnison. Also, wir tun die swadischen Ritter. Die geben wir jetzt mal alle ab. Da sind ja auch noch 8 Ritter drin, aber das ist ja egal. So, die geben wir ab. Und die Waffenknechte, die können wir, warte mal, den können wir erstmal aufbessern. Wie gesagt, die Rodoks möchte ich behalten und mir stattdessen was anderes besorgen. Vielleicht mal wieder eine Nordarmee. Und vielleicht ein paar Huskale wieder aufleveln oder so. Also, den gebt mal ab, den Ritter. Ja. Den einen swadischen Fußsoldat gebt mal auch mal ab. Die Waffenknechte hier, die geben wir auch noch mit ab. Und ansonsten haben wir jetzt nur noch die Rodoks dabei. Okay, sind immer noch 67 Soldaten, also nicht gerade wenig. Wir gucken jetzt aber trotzdem mal kurz hier rein. 25, 28. Okay, also wir brauchen noch eine Stufe mehr Bogenzugkraft, dann sollte es eigentlich wieder besser aussehen bei uns. Eine helle Barde. Wäre auch mal eine Überlegung. Wäre mal eine Überlegung. Okay. Aber egal. Rüstungstechnisch gibt es hier jetzt auch nichts, oder? 53, 17, 54, 15. Ja, da gibt es jetzt nichts Besonderes, würde ich sagen. Okay. Gut, dann holen wir uns ein paar kräftige Nordmänner. Holen wir einfach mal wieder als Verstärkung ein paar kräftige Nordmänner. Hat man ja schon lange nicht mehr in unserer Armee. Schon wirklich, wirklich lange nicht mehr. Ich glaube, Michin gehört sogar schon zu den Nordmännern. Dann gucken wir mal. Ja, 5 Nordrekruten. Okay, gut, dann nehmen wir die doch gleich mal mit. Ich bin mal gespannt, wie sich das verhält. Nordhuskale und dazu noch die Dings. Oh, Banditen. So, jetzt kommt aber hier die volle Armee von uns eigentlich. Die haben zwar viele Fernkämpfer, wir jetzt auch. Okay, es sind jetzt im Moment mehr Bauern. Halt. So, kommt mal her. Schön auf den Kopf zielen. Ansonsten treffen wir nicht. Ja, hier oben im Norden sind die Banditen schon ein bisschen härter drauf. Komm hier mal her. Benutzt das neue Schwert, was ich dir geschenkt habe. Ja, sehr gut. So, mal kurz die Fernkämpfer hier ein bisschen ärgern. So, Jeremus ist auch mit dabei. Das ist sehr schön. So, das war's. Sehr schön. Ja, das ist gut. Das hat sich gerade echt gut angeboten hier. Muss ich zugeben. Wir gewinnen wieder Moral und Ansehen. Wir haben zwar ein paar, so, die brauchen es dringender als wir. So, und wir brauchen Freiwillige. Nordfußsoldaten. Perfekt. Gleich 9 Nordfußsoldaten ausgebildete. So ist das schön. Ja, bei 52 befürwortet euch sehr. Ja, das ist sehr gut. Okay, das ist perfekt. Das ist nice. So, jetzt können wir nämlich auch gleich mal hier wieder gucken, dass wir das nämlich alles wieder in Reihe und Glied hinkriegen, so wie das dann sein soll. Das heißt, die Nordfußsoldaten kommen dann erstmal nach oben. Die bilden ja dann quasi so unsere Wand, könnte ich sagen. Wir besuchen mal Yelbegi. Da waren wir zwar auch schon lange nicht mehr, aber ja, doch, die sind uns auch noch ein Nordrekrut bei plus 17. Boah, das ist ein bisschen, bitter. Das ist ein ganz klein bisschen bitter. So, dann gehen wir mal kurz nach Quinn.
Selbst hier gibt's fünf. Obwohl die uns gleichgültig sind. Das ist wurscht. Wir sind denen sowas von wurscht. Dann gehen wir mal nach Fenada. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Ach, das gehört sogar uns, Fenada. Verwaltet dieses Dorf. Ein Herrenhaus. Was macht nochmal ein Herr? Ah ja, das war das. Eine Mühle. Was macht das? Der Wohlstand des Dorfes um 5%. Ja, okay. Mach mal. Also momentan baue ich eine Mühle. Ja, okay, gut. Interessant, dass wir hier jetzt eine Mühle bauen konnten. Konnten wir das in jedem Dorf? Aber ich kann mich daran erinnern, dass wir in gewissen Dörfern noch eine Schule und so errichten könnten. Wer ist denn hier? Fürst Meraschott patrouilliert hier. Das ist okay. Da oben haben wir noch ein Dörfchen. Fährichen. So, hier kriegen wir doch noch ein paar Freiwillige. Ja, sehr schön, sehr schön. So eine Huskarl-Armee ist bestimmt nice. Ah, ich freue mich drauf. Warte mal, das gehört. Ismirala. Gehört das zu den Dings oder nicht? Vaigir, okay, gut. Das gehört schon zu den Vaigir. Das ist schon hart am Limit anscheinend. Naja. So, aber der Wohlstand unserer ganzen Reiche verbessert sich, die Laune der Fürsten verbessert sich, das ist alles sehr gut und sehr tutti. Und hier können wir auch gleich Nordfußsoldaten daraus machen. So, die Ausgebildeten kommen nach oben. Das ist sehr gut. Ja, so ist das perfekt. Gut, dann rekrutiere ich da noch ein bisschen weiter Dings. Oh, wir haben 23.000 erhalten. Das ist sehr nice. Ja, das ist sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich rekrutiere jetzt noch ein bisschen Freiwillige, die sich uns freiwillig anschließen im Kampf gegen wahrscheinlich Königreich Swadien geht es dann weiter. Ich hätte gerne Uxal. Das ist so eine Stadt, wo ich mir wirklich sagen würde, ja, die könnte ich gerne mal wieder besitzen. Weil ihr Königreich hat Königreich der Nordmänner den Krieg erklärt. Gut, das stört mich jetzt nicht, denn solange die sich bekriegen, ist mir der Rest eigentlich Banane. Rekrutiert Freiwillige. 13 Nordrekruten. Yes! Das lohnt sich wirklich. 13 Nordrekruten, einfach mal so. Wie viele haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 108 Soldaten. Okay, da geht aber noch ein bisschen was. Besuch nochmal Yelbegi. Nochmal 6 Stück. Das ist gut. Yelbegi und Ambeam. Das sind so die Dörfer, die uns immer irgendwie die meisten Sachen geben. Und das ist auch gut so. So, jetzt gehen wir nochmal hoch nach Quinn. Müsst ihr auch wieder. Auch wieder 5. Das ist schön. Hier kannst du wirklich einfach so immer im Kreis herumlaufen. Und dann hast du immer wieder sofort die Soldaten neu gespawnt. Also, beziehungsweise die Rekruten, die Freiwilligen. Okay, da ist noch nichts. Hätte ja sein können, aber da ist noch nichts. Ich weiß, bei irgendeinem Dorf hatten wir eine Schule gebastelt, aber ich weiß nicht mehr bei welchem. Okay, wir warten jetzt einfach nochmal kurz, bis der Tag vorbei ist. Und dann beende ich auch erstmal den Part. Dann beende ich erstmal den Part. Ich level jetzt nur noch ein bisschen die Armee auf. Guck dann mal, dass ich den Marshall noch vielleicht ein, zweimal ersetze, damit ich wieder ein paar auserwählte Menschen nach oben pushen kann. Wow, das ging schnell. Brrr, rüber. Fupp. So. Die Moral ist hoch, das ist gut. Und wir gehen nach Fährichen. Okay, hier gibt es noch nichts zu sehen. Alles klar. Gut, wie gesagt, ich rekrutiere noch ein bisschen Soldaten. Tu die noch ein bisschen hochpushen, damit wir eine schöne Armee haben, wenn es denn soweit ist. Reist dann auch ein, zweimal nochmal nach Charis, wechsel den Marshall durch. Und dann sehen wir uns wieder und mal gucken, was dann so uns erwartet. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.